Guten Tag, hallo. Ein paar Leute haben mir geschrieben, Fisch ist nicht so religiös. Also, ich möchte mich darüber jetzt nicht streiten, ob Fisch religiös ist oder nicht. Fisch ist auf jeden Fall sehr religiös, ohne dabei orthodox zu sein. Das muss man ja natürlich sagen. Ich war jetzt bei ein paar Fischen zu Hause in den letzten Wochen. Da habe ich ja, wie gesagt, Rosenkränze gefunden. Auch solche Sachen habe ich da gefunden. Rosenkränze mit Madonna, mit Jesus. Also viele Sachen habe ich mir da nur kurz ausgeliehen, damit ich diese Ausführung hier zeige. Aber auf jeden Fall ist der Fisch sehr, sehr religiöses Zeichen. Wie ich schon erwähnt habe, Johann Sebastian Bach war auch Fisch. Und ich habe mir auch geschrieben, ein paar Titel von ihm, von seinen wunderschönen Kantaten. Die hießen Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen. Wir müssen durch viel Trübsal. Was Gott tut, das ist wohlgetan. Mein Jesu, ziehe mich nach dir. Aus tiefer Not schrei ich zu dir. Ich habe genug, ich hatte viel Bekümmernis. Ich habe genug und ich habe viel Bekümmernis. Das sind wunderschöne Kantaten, habe ich sogar zu Hause gesungen von Barbara Hendricks, eine Sopranistin. Also das, was Bach geschrieben hat, weil er auch Fisch war, zeigt auch, dass es ein sehr religiöser Mann war. Und viele Fische, die ich kenne, wie gesagt, deswegen habe ich diese Sachen hier gebracht, um zu zeigen, das ist alles von den Fischen. Und ich habe das zu Hause und ich habe ja erzählt, oft wenn du zu Fischen kommst, hörst du irgendwelche sakrale Musik und siehst du ja viele Kreuze hier und da. Und das sind Menschen, die in diesen Sphären leben. Das ganze Leben von einem Fisch ist auf Minenfeldern. Es geht um Kampf mit sich selbst und um den Kampf mit den Dämonen von rechts und von links. Fisch ist dazu geboren, um zu leiden. Und Fisch sagt oft, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und ein Fisch sagt auch oft, es gibt mehr zu verlieren als dieses Leben. Das bedeutet, viele Fische werden oft benutzt, ausbenutzt, ganz brutal von anderen Menschen. Deswegen suchen sie sich stärkere Persönlichkeiten und stärkere Sternzeichen, wie Zwilling zum Beispiel, solche Despoten wie Zwillinge sind und Tyrannen, die wollen den Fisch natürlich benutzen. Aber wenn das alles zu Ende gekommen ist und die Vollstreckung vollkommen ist, sagt der Fisch, es gibt viel mehr zu verlieren als dieses Leben. Das bedeutet, dass viele Fische sind damit einverstanden, dass sie benutzt werden und ausgetrickst werden. Und sie wollen damit halt so leben. So wie Bach auch gelebt hat in diese religiösen Sphären und hat gedacht, ja, so ist das. Mein Jesu, ziehe mich nach dir. Aber für heute leider Schluss, weil die Zeit ist um.